Nächster Redner von der SPÖ, Harald Troch. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Österreich hat ja mit Slowenien eine gute Nachbarschaft, freundschaftliche Beziehungen. Und dazu gehört dann eigentlich auch, dass man Probleme oder offene Fragen direkt ansprechen kann. Und das wird hier sozusagen auch gemacht. In Slowenien gibt es ja seit der gemeinsamen Zeit der Monarchie eine deutschsprachige Minderheit, konzentriert im Kočea-Gebiet, aber auch in der Stadt Celje Cilj und auch in anderen Gebieten. Und seit 1918 ist aber diese Minderheit stark geschrumpft. Das hat es auch historisch, auch sehr unglückliche historische Bedingungen gegeben. Allerdings, die Größe einer Minderheit darf nicht ausschlaggebend sein, wie diese Minderheit behandelt wird oder welche Rechte sie hat. Je kleiner die Minderheit ist, umso mehr bedarf sie des Schutzes durch den Staat und die Gemeinschaft. Denn je kleiner die Minderheit ist, umso mehr ist sie bedroht von einer Assimilierung oder gar von einer Auslöschung. Slowenien sieht vor, dass allerdings es eine Abstufung gibt bei den Rechten der Minderheiten. So gesehen ist eben die deutsche Minderheit nicht gleichberechtigt. Von Schutz kann man eigentlich hier gar nicht sprechen. Und vor allem ist diese Volksgruppe gar nicht anerkannt. Das sehe ich sehr, sehr problematisch. Für mich ist es ein Menschenrecht, dass man in der Sprache seiner Volksgruppe, in dem Staat, in der Region, wo man lebt, wo diese Minderheit oft schon sehr, sehr lange lebt, also autochthon ist, dass man hier seiner Kultur, seiner Sprache unbehindert nachgehen kann. Es gibt ja hier auch die Europäische Konvention zum Schutz der Minderheiten, die klare Vorgaben gibt, wie Europa, wie die Mitgliedsländer der Europäischen Union hier umgehen sollen. Ich finde es gut und trefflich, dass das Außenministerium schon seit längerer Zeit Projekte der deutschen Minderheit in Slowenien unterstützt. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die ja weitergeführt wird. Und ich finde es noch besser, dass nun die Bundesregierung aktiv wird und noch besser, wenn wir als zusätzliche Ebene den Europarat verwenden und auch hier aktiv werden. Alles Gute, Frau Außenministerin, beim Einsatz für die deutschsprachige altösterreichische Minderheit in Slowenien. Danke. Die deutschsprachige Minderheit in Slowenien sei nicht anerkannt, kritisiert der Volksgruppensprecher der SPÖ, Harald Troch. Die Größe einer Minderheit dürfe aber nicht ausschlaggebend dafür sein, wie sie behandelt wird.